Herzlich willkommen zum Mathematik-Tutorial, zum Trick zur Ableitung der inversen Funktion. Dabei geht es um trigonometrische Funktionen. Fangen wir mal an mit Arkcosinus. Sinus Strich von x, beziehungsweise Arkcosinus von x Strich. Oder es gibt auch diese Notation natürlich. Oder Sinus in minus 1. So. Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir überhaupt nicht wissen, was die Formel ist. Und wir können Folgendes sagen. Wir wissen ja, dass Arcosinus von Sinus von x gleich x ist. Oh, Moment, es crasht. Cosinus von Sinus von x gleich x. Seine Identität. Was sind ja Umkehrfunktionen voreinander. So, und jetzt leiten wir alles ab. Also d nach dx. Das heißt, a Cosinus Strich von Sinus x mal die Ableitung Cosinus x ist gleich 1. So, das dividieren wir durch Cosinus x. Gibt uns auch Cosinus Strich von Sinus und x gleich 1 über Cosinus x. Und jetzt nutzen wir die Identität Sinus Quadrat x plus Cosinus Quadrat x gleich 1. Und das ergibt uns auch Cosinus Strich von Sinus x. Wir wollen alles mit oder anhand von Sinus ausdrücken. Und daher gibt es 1 über 1 minus Sinus Quadrat x Wurzel daraus. Und jetzt setzen wir y gleich Sinus x plus von x. Und das ergibt a Cosinus Strich von y ist gleich 1 über 1 Sinus y Quadrat. Und das ist die Ableitung von a Cosinus. Das wär's eigentlich für den Trick. Und da ist eben y nicht x. Und jetzt schreibe ich noch das schnell für Cosinus auf, seht ihr es auch. Ich mache Pause, damit ich genug Zeit für Tangens habe. So, und das ergibt also Arcus Cosinus Strich von Y ist gleich minus 1 über 1 minus Y Quadrat. So, Tangens. Beide können schauen da. Arctangens Strich. Strich Arctangens und Tangens von x. Das Problem ist, wir wissen die Ableitung nicht auswendig, das heißt, wir müssen sie berechnen. Also Arctan Strich Tangens x mit Tangens Strich von x, weil es jetzt auch unbekannt ist. Und wir können Produktregel oder Quotientenregel verwenden. Wobei die Quotientenregel auf etwas mega Gutes führt, als die Produktregel in diesem Fall. Und deswegen machen wir jetzt Produktregel und ich zeige dann, warum Quotientenregel hat. Aber man kann ja natürlich umformen, aber es ist trotzdem besser halt. Also Sinus x über Cosinus x. Wobei dann eben
Sinus x mal 1 über Cosinus x gleich mit. Also wenn wir jetzt dx machen, dann haben wir einen Strich von x ist gleich Cosinus x über Cosinus x plus Sinus x und jetzt überlegen, was macht der, also schreibe es vielleicht separat, damit man es gut sieht, also Sinus x bleibt und jetzt haben wir 1 über Cosinus x. Wir können ja schauen, die Ableitung d dx von 1 über x ist gleich, ne, das ist nichts, ja doch, wer dort ist 1 über x dort, das heißt, ist mal 1 über Cosinus minus 1 Cosinus Quadrat x und jetzt noch die Ableitung von Cosinus, also die Linieableitung ist auch mal minus Sinus x und zusammen wird das, also das ist 1 und plus Sinus 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 Quadrat und unten ist Cosinus Quadrat, also plus Tangens Quadrat von x. Und jetzt das Problem mit der Quotientenregel. Wenn wir das so haben, Tangens x, Sinus x, hoppla, Cosinus x, d nach dx, und Tangens Strich von x gleich. Also zuerst den einen abgeleitet, also f Strich g. Das heißt, das ist Cosinus x mal Cosinus x minus fg Strich Sinus, also ja, Sinus x minus Sinus x über Cosinus Quadrat und x. Und das gibt Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat ist 1. Also 1 über Cosinus Quadrat mit x und es bringt uns nichts, weil wir müssen jetzt in Abhängigkeit von Tangens ausdrücken. Übrigens, das ist gleich Sekans Quadrat von x. Ja, Sekans ist 1 über Cosinus. Und Cosekans ist 1 über Sinus. So, nun kennen wir das. Das heißt, setzen das ein, Tangens Strich von x gleich 1 plus Tangens Quadrat x. Also haben wir Arctangens Strich von Tangens x mal 1 plus Tangens Quadrat x gleich 1. Und das ist eben eine der Ableitungen, die man noch kennen kann. Und außerdem, es gibt auch für Sinus über Golikus, Cosinus über Golikus, Tangens über Golikus, Cotangens und Cotangens über Golikus. Also die 8 Funktionen da, denen kann man sicher den Trick machen. Ich zeige es nur anhand von 3, den Standard trigonometrischen. Also die anderen sind analog und schon Sinus und Cosinus sind analog, das reicht völlig aus. Ich sehe, dass die Zeit knapp wird. Ich werde dann noch, ja, ich werde das aufschreiben, also jetzt das Resultat von dem kann ich jetzt pausieren, so, ich habe einfach durch diesen Teil dividiert wie vorher und jetzt setzen wir y gleich Tangens Quadrat x und das heißt wir kriegen Arctangens Strich von y ist gleich 1 über 1 plus y Quadrat. Das ist eine der Funktionen, die man vielleicht gekannt hat, schon im Gymnasium, jedenfalls schon. Also eben die anderen eben nicht, weil das ist die bekannteste und kommt noch oft vor. Ich glaube, diese Funktion ist das so,
So, ich sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.